Wer hatte denn schon mehr Partner? Ding, 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 ding. Also nur feste Partner. Ding, 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 ding. Sexualpartner? Ding, 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 ding. Herzlich willkommen bei dem Kanal Die Kruses. Heute werden uns Fragen gestellt und wir beantworten sie. Wer macht denn mehr im Haushalt? Boah, so lange. Ja, okay. Du machst gar nichts. Ich mach wirklich mehr. Ich habe heute sogar mehr gemacht. Wer hat denn die Hosen in der Beziehung an? Du bist so schlecht. Du lügst vor der Kamera, Alter. Du lügst. Ja, ich hätte gerne, aber ich darf ja nicht. Nee, ich sag nur, was nicht richtig ist. Dann ich. Am Ende entscheidet sie sowieso alles. Was denn zum Beispiel? Mach ich was, also. Guck mal, ich sag ganz ehrlich, du schreist mich immer an. Wenn ich einmal schreie, verlässt du das Haus. Ich muss immer ruhig bleiben und alles runterschlucken. Boah, lüg ja, nicht. Das so. Die Lara, wie war es denn für dich eigentlich, den Heiratsantrag im Fernsehen zu sehen? Komisch. Komisch, wie der Clown komisch ist oder oh mein wie Gott. Die Milch auch schmeckt komisch? Stellt euch mal vor, einer von euch bekommt so einen Heiratsantrag im Fernsehen. In dem Moment, wie ist es, komisch, du fühlst dich erstmal verarscht, weil du denkst, Max prankt dich in dem Moment. Prank ist too much dann in dem Sinn. Ja klar, bei dir ist nichts too much. Und in dem Moment war es halt ein Schockmoment und danach war es schön. Okay, wer investiert mehr für die Beziehung? Du bist der größte Lügner überhaupt. Was? Oh mein Gott, was machst du denn? Was machst du denn? Was investierst du denn? Was machst du denn? Schatz. Wann hast du mir das letzte Mal was gekocht zum Beispiel? Ich koche nie. Siehst du? Merkst du was? Da haben wir es doch schon. Wer gibt mehr Geld für Unnötiges aus? Das stimmt nicht. Ich zurzeit. Was war denn das letzte Unnötige, was du gekauft hast? Poker. Wie viel hast du ausgegeben? In Las Vegas? Oh, das kann ich nicht sagen. Das kann ich wirklich, ich würde gerne, aber das kann ich nicht. Kann man sich davon ein Auto kaufen? Vermutlich. Kommt auf die Preisklasse an. Das ist ein schlechtes. Kommt auf die Preisklasse an. Leute, Vegas ist nur einmal im Jahr. Das ist wie Malle. Hat ihr auch mal was gewonnen, Lara? Reichlich Erfahrung. Wer ist denn der Geduldigere von euch beiden? Oh, ganz klare Antwort. Sie muss noch viel lernen, was das angeht. Ist ja egal, um was es geht. So, manchmal muss man einfach ruhig bleiben. Und sie kann nicht ruhig bleiben. Sobald sie was aufregt oder so ein bisschen was piekst, dann explodiert sie. Regt sie sich schnell auf? Sehr, sehr schnell. Emotional, puh. Wer verwirrt den anderen denn mehr? Willst du mich komplett verarschen? Ey, sei ehrlich. Ja, okay, ich mach einfach nur so. Du verwöhnst mich? Okay. Keiner verwöhnt, also er verwöhnt nicht mich und ich verwöhne auch nicht ihn. Ich weiß nicht, was für dich verwöhnt ist. Sag doch mal, was für dich verwöhnt ist. Ist zum Beispiel, wenn man zufälligerweise mal sein Auto sauber macht, das ist schon für ihn Arbeit abnehmen, dann tut man schon mal was Gutes. Wenn man tanken geht, so Kleinigkeiten, das ist schon so eine nette Geste, aber es ist auch so, verwöhnen, weil du es nicht drum kümmern musst. Hm. Alles ist und so. Ich mach nichts. Ich schulde dir doch. Was machst du denn? Ich fahr nachts los, um eine Scheiße Red Bull von der Tankstelle zu holen. Oder irgendeinen Salat oder einen Saft oder was weiß ich nicht alles. Du liegst zu Hause, kannst du mir was mitbringen? Ja, klar. Gestern Chips. Immer. Wer macht denn die besseren Geschenke? So, jetzt antworte mal. Korrekt. Was ist das Letzte, was du ihm geschenkt hast? Eine Uhr. Ja, ich bin nicht so ein Uhrentyp. Soll ich jetzt nach dem Aufstehen eine Uhr anziehen, Dirk? Was ist das Letzte, was du ihr geschenkt hast? Eine Uhr. Hat sie auch nicht an, siehst du? Ich brauch die für. Ja, ich weiß. Ich hatte sie gestern an. Aber ich war sehr einfallsreich, zum Beispiel im Dezember. Ja, habe ich einen Kalender gemacht. Nein! Ja. Mir hat er wirklich mit 24 Geschenken. Nein, alle gekauft. Das? Oh, was war da alles? Alles. Von Kosmetik. Von lustigen Weihnachtssocken über Kosmetik bis hin zum Weihnachtsgeschenk zu einer Tasche. Einmal habe ich hier nur Zigaretten reingetan. Oder Süßigkeiten. Schokolade. Ich habe noch andere. So Schal oder so. Ich habe ein paar Sachen gekauft. Ah, so einen geilen Plüschanzug. So ja, das fand ich auch am besten. Ja, ich weiß. Du hast dich hingesetzt, die 24 Überraschungen ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Aber ich habe es schon bereut. Wenn du einmal mit was anfängst, wenn du das jetzt nicht machst dieses Jahr, weil weißt du, was los ist? Du gibst dir keine Mühe mehr, du lässt dich gehen, weißt du so. Du liebst mich nicht mehr, kommt ja dann auch von Frauen manchmal. Wer ist sportlicher? Wer bezahlt öfter das Essen? Wer ist anfälliger für eine Sucht? Sucht in welcher Hinsicht? Auch deine Kaufsucht. Welche Sucht hast du? Sexsucht. Nein. Spaß, Schatz. Das wüsstest du, ne? Ja. Wer ist besser im Bett? Ich würde darauf nicht mal antworten. Schatz, ich bin eine absolute Maschine. Wenn du etwas anderes sagst, ey. Hallo? Buch das Ding. Ich mach das für dich. Wer hatte denn schon mehr Partner? Ding, 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 ding. Also nur feste Partner. Ding, 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 ding. Sexualpartner? Ding, 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 ding. Wer lebt denn ungesunder? Ja, auch ich.
Aber du auch schon. Ne? Nein. Du rauchst? Ja, das ist das Einzige, was ich mache. Du säufst Red Bull ohne Ende? Nee, weniger geworden. Früher habe ich 4 oder 5 Stück. Früher hat echt viel mehr. Ich in der Woche vielleicht so 2 die Woche, ja. Wer wird sich später mehr ums Kind kümmern? Wer verbringt mehr Zeit mit seinen Freunden? Das ist wieder eine Interpretationssache von Freunden, ne? Das ist für dich Freunde. Freunde. Mit denen du alles machen kannst. Ja, ich würde sagen, es ist so ein 50-50. Wer ist denn beliebter? Also beliebter, ich glaube eher, dass du beliebter bist. Warum? Weil du sympathisch bist. Du bist sympathisch. Ja, ich bin sympathisch, aber ich mache auch viele Dinge, die den Leuten blöd aufstoßen. Und du bist so real, weißt du, die Leute feiern dich im Internet dafür, dass, klar kriegst du auch Hate und so, aber die Leute mögen, dass du so einfach so geradeaus bist. Ja, aber ich finde Max witziger, ich finde ihn so, ich lache manchmal selber über meine eigenen Witze und kein anderer lacht. Und bei Max lachen alle über seine Witze. Ich glaube trotzdem, du bist, wenn wir jetzt die gleichen Followerzahlen hätten, dann wärst du, glaube ich, beliebter. Von wem gibt es denn die peinlicheren Videos? Ja, witzig. Wer will für Geld mehr machen? Kruse ist on fire. Lasst einfach mal ein Like da, abonniert den Kanal und in Zukunft wird sehr, sehr viel mehr kommen. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was ihr so sehen wollt. Tschüss, abonniert den Kanal.